ich hab Nomadenschicht. Oh, ich hab noch 16 Tage, dann darf ich erst wieder trinken. Was, wieso 16 Tage, dann darfst du erst wieder trinken? Naja, erstens ist dann der 1.8., das heißt, wir sind dann im Haus und dann... Dann muss das erste Bier gezischt werden im Haus. Meine... 16 Tage? Ja. Weiß dann... nicht, wie deine Rechnung geht, aber 16 nee, plus 9? Nee, nein, nicht 16. Komm ich denn jetzt auf 16? Ja, trinkst du doch schon. Allein nee, warte mal. Ja, natürlich trinke ich schon. Nee, Quatsch. Ich bin weil dumm. Weil ich weiß, wie viele Tage es noch bis zum 31.07. sind und du so? Nein, ich hab mit 5 Tagen gerechnet, nicht mit 7, ich Idiot. Ah ja. Nico! Ah, der geht von Arbeitstagen aus. Ja, sorry. I'm on my way. Was ist das, Nico? 2, 4, 6, der Rest C34. Das sind doch die gleichen wie eben, oder? Nee. Aber die gleiche Aufstellung. Ich hätte 6. Gerne unseren Spotter einmal hier, dass er den Hill spotten kann. 34er gehen hier lang, Cromwells gehen da lang, ich gehe hier an die Brücke. Ich denke, pass auf, das ist eine Brücke. Ich fahre nicht drüber, ich gehe ran. Das ist aber auch nicht seine Gedächtnisbrücke. Er geht ran. Der Sieg gehört uns! So schön, zwei Brücken der Abwesende war doch nicht mehr dabei. Das ist der Platz, den ich vergessen. Geladen! Hier kannst du dich anmelden. Lars, hast du dich jetzt eigentlich wirklich für das Semester eingetragen? Für welches Semester? Das Medizin. Achso, nein. Ja, ich hab gemeint, so, ich müsste eigentlich mal ein Semester Medizin studieren, einfach nur, dass ich sagen kann, wenn ich Medizin studiere. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich kann ganz gut Medikamente verschreiben. Nee, Allgemeinmedizin. Ich will mir ja Medikamente verschreiben. Eine andere Frage, Silke. Da ist eine Frage in der Anmeldung für deinen Geburtstag, die kann ich so nicht beantworten. Wie viele Personen werden inklusive mit dir kommen? Alle? Oh Mann. Oh, hey, yeah. Verdammt! Unser Motor wurde getroffen! Ich meine Abi-Feier ab, dann komme ich doch es zu dir. Es ist Rudelbumsen. Ja, es ist. Jetzt bin ich in einer Zwickmühle. Für eine Abi-Feier hast du dein Abi gemacht. Wann ich Abi gemacht habe? Ja, ist ja jetzt Abi-Feier. 1988. Das ist aber eine verspätete Feier. Wir haben 35-Jähriges. Können einfach alle vorbeikommen. Los! Die werden dann geladen! Panzer getroffen! Der Niemann hat keine Chance! Bleibt ruhig und sucht mir ein Ziel! Raus, Gottiger, raus! Geladen! Geladen! Bleibt wachsam! In der Hoffnung, dass der Panzer. Wieso sind diese Panzer so gut? Das ist albern. Könnte man den am 6. Die Hoffnung ist albern. Geladen! Da ist der eine im 6. Da muss man die Dinge tun, die auch erwartet werden. Ich immer noch offen. Wo ist mit dir im 6 noch? Das geht. Panzer getroffen! Wir können auf die anderen schießen hier. Panzerführer! Das ist unmöglich! Oh wow. Ich hab gezielt, nur. Ja. Der andere fährt mit der Seite zu dir übrigens, ne? Beide stehen mit der Seite, ich komme überall bei denen durch. So, also, ich hätte mal 3 Kills gemacht, wieso? Ich meine, ihr sagt ja nur Gold, also. Ja! Gold. Einen hab ich gemacht. Machst du jetzt wieder Schwanzvergleich oder was? Immer. Ich kann alle darin. Ich hab einen Kill gemacht, ich hab mir nur Punkte geholt im Cap. Ich hab immer gerne gerade Zahlen, ungerade sind, das steht sich immer so schlecht. Ja, die Cromwell Buddies haben 2 rausgeholt. Ein Hocker mit 3 Beinen kippt nie um. Naja, außerdem, ne, bei 3 Schwänzen, 3 Löcher kann geschöpft werden. So wäre das auch nicht. Ich vergesse sie irgendwie die ganze Zeit wieder aufzuhängen.